Ja, hallo und willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Dead Staffel 5. Ich habe eigentlich gerade eben schon die Folge aufgenommen, doch ich habe vergessen, dass ich bei OBS was eingestellt habe, was ich vergessen habe, umzustellen, also zurückzustellen. Deswegen ist die andere Folge im Arsch. Deswegen auf ein neues, so, ne? Erstmal, sorry, dass die letzten 5, 6 Tage keine Videos kamen, aber ich bin euch ehrlich, ich hatte einfach keinen Bock gehabt. Ne? Und ich will mich auch nicht zwingen. Ne? Auf jeden Fall, gegen Ende der Folge eben gerade haben wir hier den Wald angebrannt und ein bisschen abgefarmt. Ne? Hier brennt es noch auf jeden Fall, weil hier ein Turm entstehen soll aus Stein und Holz. Ungefähr so hoch wie der hier, nur ein bisschen breiter und runder. Ne? Und ja, ich habe mal privat weitergebaut, also ich meine offline weitergebaut, so. Aber erstmal schlafen gehen. Ich habe nämlich mal kurz das Försterhaus abgegradet, sag ich mal. Dementsprechend. Warte, wir gucken mal gleich. Nehmen wir auch auf? Ja, wir nehmen auch auf. Perfekt. Und zwar, ich habe da ja nämlich ein paar extra Laternen angebaut. Wie auch beim Süßbärenhaus. Ne? Da Laternen, hier auch Laternen. Und hier halt so ein extra Gebiet fürs Försterhaus mit ein paar Stämmen auf jeden Fall. Richtig geil, ja. Aber ich habe die meiste Zeit dran verschwendet, sag ich mal, für eine Mine. Wegen Diamanten. Doch, ja, 90 oder sogar 100 Minuten haben sich mal überhaupt nicht ausgezahlt. Ich habe bestimmt 5, 6 oder sogar 8 Eisenspitzhacken verbraucht, 14 Sticks tiefe Schiefer gefarmt und haufenweise Andesit und Granit und sowas. Und ein bisschen Eisen noch nebenbei, aber mehr auch nicht. Also hier ist die Mine, also hier ist der Eingang auf jeden Fall, so, ne? Runter auf Höhe 0, erstmal hier, 5 breit und 4 hoch. Und dieses Tiefenschiefer braucht extrem lange abgebaut zu werden mit einer Eisenspitzhacke. Das heißt, extra Zeit so. Geradeaus durch ist Wasser. Das heißt, da kommen wir nicht weiter. Und jetzt, warte. Links nochmal eingebaut. Keine Dias. Hier eine Schlucht. Kein Bock reinzugehen und zu sterben. Und hier? Nochmal 10 Blöcke runter auf Höhe minus 9. Ach, minus 10 meine ich so. Keine Dias. Ich habe massig Tiefenschiefer gefarmt. Und Stein. Und Andesit. Und Granit. Und Durit. Keine Dias. Während Bella ohne Probleme Dias gefarmt bekommen hat, auf jeden Fall. Aber immerhin haben wir jetzt 14 oder nee, 13 oder 14 Sticks Tiefenschiefer. Das heißt, falls wir es mal brauchen, haben wir natürlich ordentlich im Petto oder als Reserve, genau. Aber Moment mal kurz. Mal kurz. Moment. Kurz gucken. So. Auf jeden Fall. Wie gesagt, warte mal. Ich zeige euch mal hier. Moment. Ich trinke kurz was. Also, ich habe halt circa einen halben Stack Eisen gefunden, bisschen Redstone, Lapis und Gold. Ja, ich weiß, wir haben ja eine Eisenfarm. Aber trotzdem, ne? Immer etwas. Aber trotzdem bin ich richtig pissig. Ich habe nicht einen einzigen Dia gesehen, sag ich mal. Gar nichts. Nichts. Nada. Aber. Mein Plan dieser Folge, ganz ehrlich, ist einfach, wir fangen jetzt an, den Turm zu bauen. Und dafür brauchen wir auf jeden Fall ordentlich Stein, also Clean Stone. Das heißt, schmelzen, cool und Andesit. Und Holz. Aber das kommt nochmal später richtig. Oder in den nächsten Folgen auf jeden Fall. Und der Sinn dieses Turmes, keine Ahnung, aber ich habe Bock auf was Großes und Massives.
was sich auch irgendwie ein bisschen lohnt als Aussicht und so, ne? Und das bauen wir jetzt. Ich würde sagen, hier ist es ja an sich. Ja, eigentlich ganz gut. Und das, ich würde sagen, dass wir machen das normale Stein als Grundfundament. So nämlich, dass wir halt so einen richtig schönen Kreis haben. Na? Ich weiß nicht, ein bisschen zu groß. Nee. Nö. Das passt an sich, von daher. Und der Boden oder der Laminat. Natürlich Eisen. Ach, Holz meine ich so. Was für Eisen, what the fuck? Naja, genau so. Ne? Und da, wo die Röcke außen stehen, also wie hier zum Beispiel, da kommt halt der Holzpfeiler rein. Aber warte mal. Ich bin gerade zu faul, eine Axt zu bauen, deswegen. So, aufpassen. Und mal hier. Richtig schöne Reihe. Ah, jetzt. Ah. Ich dachte schon, ey. So, ja. Naja. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, die erste Etage wird. Sagen, pro Etage klingt. Ist. Vier Blöcke. Okay. Das heißt. So. Und am fünften Block ist halt so. Der Boden. Für Ebene 2. Sag ich mal. Also ich will auch also Ebenen reinbauen. Ebene reinbauen, so. So die Etage so. Ne? Wie man halt auch schon. Ja. Auf. Aua, mein Nacken. Aua. Auf jeden Fall weiß ich noch nicht ganz, wie ich es jetzt machen werde, genau. Ich will auf jeden Fall als Wand Andesit und Steinziegel verwenden. Machen wir das so. Dann so. Und dann so. Wird das gut aussehen? Oder vielleicht sogar so machen. Doch. Das machen wir so, weil. Ja, Blitzidee. Die Fenster und so machen wir später rein auf jeden Fall. Erstmal muss ich auch erstmal gucken, so, ne? Wie genau es hier entstehen wird. So halt. Ja, ich finde, das kann man auf jeden Fall machen. Dann hier, so. Ein Loch rein, ne? Warte mal. So. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Ich sage, der Eingang ist hier. Ne, so der Weg auf jeden Fall. Genau. Gut. Haben wir es auch schon mal geklärt? Ansonsten so ist auch nicht viel neu, sag ich mal. So, ne? Ich finde es beim Bauen reden ist mal so richtig blöd. Weil Multitasking kann ich persönlich gar nicht. Bin ich dumm? Ja, ich meine, es ist auch schon ein bisschen später. Also glaube ich jetzt, wir haben es jetzt 11:45.
Ja, 10:45. Na, und ich bin heute mal wirklich früher aufgestanden. Also ich musste früher aufstehen. Deswegen müsst ihr verzeihen, dass ich doch etwas, ne, nicht blöd, aber ein bisschen müde und planlos teilweise rumeier hier. Genau. Genau. Halt so der Turm, sag ich mal. Ich weiß nicht. Ich bin noch nicht ganz zufrieden. Natürlich können wir. Du wolltest auch ein bisschen dekadenter sein und den. Und pro Raum halt so fünf Blöcke. Springraum haben. Na komm. Ich meine, dann sind wir so dekadent und lassen mal pro Raum halt fünf Blöcke. Und dann. Ach Mensch. Und dann machen wir halt als. Ne? Ach. Moment. Ich zeig's euch. Erstmal Leitern bauen. Die werden, würde sagen. Hier ran machen. Ja. Aber prinzipiell wäre es ja nicht falsch, erstmal hier das zu Ende zu bauen. Also. Ah. Erstmal was essen. Dass wir auch gut hier regenerieren. So, hier so. Machen wir jetzt so, 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 so. Mensch. So. Und dann machen wir halt, um halt das nicht, damit halt ein bisschen mehr Farbe bekommt, halt so. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Na, bam, 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 bam. So, hier halt so, ne? Ich weiß nicht. Warte mal, mach mal ohne Shader. Ich weiß nicht, also. Moment. Machen wir so. Könnte was. Ich weiß es nicht. Ich meine, als erste Etage ist eigentlich in Ordnung noch. Aber bei der zweiten sollten wir uns irgendwie ein neues Design raussuchen. So, weil. I don't know, man. It's complicated. Aber wir haben zum Glück eine Tür dabei. Gut, immerhin. Ich meine, wir können ja ein paar Falltüren als Design, Anführungszeichen, da rein klabustern? Nee, rein kleistern, so. Also außen halt. Aber ich weiß nicht. Also. Ich meine, nehmen wir mal an. Wir sind jetzt 30 Blöcke. Über den Normalwert, sag ich mal, ne? Und man denn da am Fenster mal entspannt kurz, Falltüren als Designblock dahin platzieren wollt und dann runterfällt, ne? Das ist blöd. Ich meine, Kreativmodus, theoretisch wäre das easy, aber ich will hier Survival spielen. Und sobald ich merke, dass bei der Schmiede zum Beispiel ist das Projekt entweder pausiert und die baut auf einen neuen Welt weiter oder Projekt zu Ende und Staffel 6. Nein, also ich hoffe mal nicht, dass Bella halt schiedet. Ich hoffe nicht, weil sonst wäre halt wirklich, ne,
Aber, Leute, ich würde sagen, lasst gerne ein Like da. Danke fürs Zusehen. Habt noch einen schönen Tag und ciao.